Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy. Und ich bin Nick. Und wir machen heute die letzte Valentins-Quest, die wir noch übrig haben. Und zwar ist das die Quest mit den Liebesbriefen. Hallo, hilf mir, sie fliegen weg. Ach nein, alle Briefe sind weg. Kannst du mir helfen? Die Valentinstagsbriefe, die ich austeilen sollte, sind alle weggeflogen, als ich sie in die Tasche legen wollte. Du hilfst mir? Danke, auf dich kann man sich immer verlassen. Sie können nicht weit von hier sein. Suche in Silverglade und versuche alle zu finden. Finde alle Briefe und bringe sie zurück zu Derek in Silverglades Postamt. Okay, es klingt jetzt erstmal nicht kompliziert. Oder? Da oben ist schon mal einer, Nick, schau. So, einer von 10, oh Gott. Numero uno. Oh, da hinten ist noch einer, Nick. Ja, ich muss erstmal für mich das eingeben. So, Nummer 2. Vielleicht meinen die auch eine andere Quest. Dass die so kompliziert ist. Nummer 3 hier hinten. Oder? Ich glaube, die meinen noch eine andere Quest. Weil das ist jetzt noch nicht so kompliziert. Ich hoffe einfach. Da hinten ist noch eine. Vier. Wir haben es drauf. Ja, ich glaube, wir kriegen ja nochmal eine Quest, die ist dann irgendwie schwieriger oder so. Ich bin noch nicht damit beschäftigt. 5. Was? Oh. Auf der anderen Seite. Ich kann nicht auf der anderen. On the other side. On the other side. Okay, so, dann gucken wir mal. Oh. Wie viele brauchen wir noch? 5 haben wir gesagt, ne? Da ist noch einer auf dem Tisch da hinten. Und da. Komm mit. Ich komme jetzt nicht. Aber ich komme nicht. So, vielleicht ist hier hinten noch einer. Wo bist du denn? Habt ihr denn die ganzen Quests schon abgeschlossen, die Valentinstags-Quests? Falls nicht, müsst ihr das bis Dienstag machen oder Mittwoch morgens. Aber ich da. Einen. Wo? Halt. Da, hinter diesem Häuschen. Ja. Oh, der ist ja versteckt. Ich habe ihn auch. Am Mittwoch, sobald das Update kommt, ist nämlich die Valentinsaktion zu Ende. Oh, da hinten ist noch einer beim Traktor. Ja. Das wären dann schon 7. Der 8. ist das. Echt? Ich guck, während du den holst, mal in das bei dem Haus. Da sind auch oft welche. Ja, da ist einer. Hinter diesem Haus. Nee, du bist falsch daher. Hier hinten. Hier hinten. Nee. Du bist falsch. Über den Zaun, neben dem Zaun. Und jetzt musst du nach hinten hier. Ganz hinters Haus. Oh, der ist aber versteckt. Ja, da sind immer welche. Das ist, ja, verstecken die irgendwie immer ihre Sachen. So, einen müssen wir noch finden. Ja. Die sind bestimmt oben bei dem Haus. Meinst du, wo ich vorhin war? Nee, hier ist er. Ciao, Burn! Hallo? Anforderungen erfüllt, die Briefkatastrophe. Wo Traktor? Nee. Nee, wo bist du? Nee. Geh geradeaus und dann links. Ah. Links. Und jetzt nochmal links. Aua. Das war zu schnell.
Nochmal links. Das ist auch gut. So, dann gehen wir zurück zu Derek. Gut, du hast alle gefunden. Danke. So, oh je, es geht. Oh Gott. Ein Brief für die Baroness, ein Brief für Frau Holdsworth, brüderliche Liebe. Okay. Ich schaffe es nicht, alle Briefe selbst auszuliefern. Kannst du diesen zur Baroness bringen? Ich frage mich, wer ihr einen Liebesbrief schickt. So, also den müssen wir zur Baroness bringen. Dann den zur Frau Holdsworth. Und den zum Marley. Jetzt müssen wir kurz auf Nick warten, weil der ist noch nicht so weit. Ja, alle stehen mir im Weg. Danke für die Baroness. So, klick dich schnell durch, dass wir weitermachen können. So, dann gehen wir als allererstes zu Marley und geben den Brief ab. Wo ist Marley? Jetzt die nächste links und dann runter. Schwupp. Hoppala. Ich bin nicht gestorben. Na, ich bin, aber ich habe mich gegen... Was? Wieso hat dieser kleine Kaktus eine Hitbox unverschämt? Was ist eine Hitbox? Der kleine grüne Kaktus steht draußen am Balkon. Holleru, holleru, holleru. Nein, aus Versehen habe ich die Quest angekommen. Howdy Dakota! Ein Brief für mich? Ich bekomme nichts hier auf Post. Lass mich mal sehen. Lieber Bruder, wie geht es dir? Wir sehen uns so selten, obwohl wir so nah beieinander wohnen. Nach der Ernte dieses Jahres möchte ich dich und unseren kleinen Bruder Kane zu einem richtigen Familienfest einladen. Dieses Jahr ist unser lieber Vater Ronnie Bob Summers 10 Jahre tot und es würde ihn zerreißen, wenn er sehen würde, wie selten wir miteinander sprechen. Lasst unsere Streitigkeiten vergessen und kommt zu meinem Fest. Lass dies der Anfang einer neuen Zeit in unserer Familiengeschichte werden. Dein Bruder Barney. Ja, Dakota, vielleicht hat er recht. Nicht, dass wir uns wirklich gestritten hätten, aber wir sehen uns wirklich nie. Ich vermisse meine Brüder, Dakota. Okay, jetzt hat er eine weitere Quest. Hier, Dakota, bring ihm eine Antwort zu Derek in Silverglade, sodass er ihn Barney geben kann. Okay. Dann sind wir jetzt bei der Baroness. Ein Brief für mich? Dann schauen wir doch mal. Lass mich meinen Brieföffner benutzen. So, dann schauen wir mal, was da steht. Hallo, meine Schöne, weißt du was? Es ist ein wenig her, dass wir das Tanzbein zusammen geschwungen haben. Es müssen so ungefähr 40 oder 50 Jahre sein. Jetzt muss sich mal etwas ändern. Wir zeigen der Jugend nun mal, wie man wirklich eine Disco zum Beben bringt. Du und ich, wie in alten Zeiten, der König von Fort Pinta und die Baroness von Silverglade. Und danach kann ich dich vielleicht nach Hause bringen. Dein alter Freund, Jasper. Hm, dieser Jasper wird nie erwachsen. Was soll ich antworten? Wir werden sehen, Dakota. Es würde vielleicht Spaß machen, wie in den alten Zeiten zu tanzen. Aber ich habe inzwischen einen gewissen Ruf aufrechtzuerhalten. Hm, vielleicht geht das auch undercover. Warte, ich schreibe eine Antwort. Schreib, schreib, schreib. So, bringe diesen Brief zu Derek beim Postamt und schicke ihn ab. Was drin steht? Eine Dame hat ihre Geheimnisse, Dakota. Sei nicht zu neugierig. Auf Wiedersehen, Dakota. So, also haben wir auch den zweiten Brief jetzt erhalten. Dann fahren wir jetzt nach Moorland und schauen bei Frau Holdsworth vorbei. Mein Sohn ist mittlerweile abhanden gekommen. Ich weiß nicht, was der gerade macht. Es ist nicht möglich, mit dem zu spielen. So, dann sind wir bei den Moorland-Stellen angekommen. Dann gehen wir zu Frau Holdsworth.
So, da ist sie. Ein Brief für mich? So, jetzt ist er geöffnet. Mal sehen, was dort steht. Frau Holdsworth, seit wir Kinder waren, habe ich dich immer aus der Ferne bewundert. Ich habe mich nie getraut, dich anzusprechen, obwohl wir immer so nah beieinander gewohnt haben. Du hast eine Anstellung in Moorland bekommen, während ich dem Rat in Silvergate beigetreten bin. So nah und doch so fern. Bevor wir zu alt werden, möchte ich dir Klarheit über meine Gefühle geben. Auch wenn du diesen Brief nie beantworten wirst, möchte ich, dass du weißt, dass du mein Ein und Alles bist. Mein größter Wunsch ist es, dich zu treffen, dass du mir eine Chance gibst. Dein Gilbert, Ratsmann aus Silverglade. Oh. Dakota, was soll ich nur tun? Er war sein Leben lang unglücklich in mich verliebt und ich habe es nicht bemerkt. Ich möchte ihm nicht wehtun. Oh Gott, so ein Drama. Oh Dakota, was soll ich tun? Vielleicht sollte ich Gilbert nach all diesen Jahren eine Chance geben. Er ist so schrecklich unreif, aber es ist jetzt auch schon eine Weile her und er ist sicher erwachsen geworden und hat sich außerdem eine tolle Frisur zugelegt. Das, was davon noch übrig ist, Dakota. Naja, Männer sind ja immer unreif, oder? Es ist doch nicht so schlimm. Warte kurz, ich schreibe schnell eine Antwort. Ich könnte ihn ja mal auf einen Kaffee einladen, um über die alten Zeiten zu sprechen. Dann werden wir ja sehen, was passiert. So, hier Dakota. Bring meine Antwort zu Derek und bitte ihn darum, den Brief an den Ratsmann zu übergeben. So, dann haben wir die dritte Quest auch abgeschlossen und dann reiten wir zurück nach Silverglade zu Derek. So, da sind wir wieder in Silverglade. Und dann schauen wir mal, dass wir alle drei Quests abgeben. So, Marleys Antwort, Baroness ihre Antwort und die Antwort von Frau Holdsworth. Und er hat eine neue Quest. Schau mal, was für dich angekommen ist. Ein mystisches Paket. Ich habe die Post sortiert und hatte mich ein wenig gebückt, um einen Brief aufzuheben, den ich hatte fallen lassen. Als ich wieder hochschaute, lag dort das Paket. Keine Ahnung, wer es dort gelassen hat, aber es ist an dich adressiert. Mach es auf. Okay. Das war's mit der Quest. Ich hab sie fertig. Ach so, den müssen wir bis morgen warten. Okay, das können wir heute nicht machen, das müssen wir morgen machen. So, wir haben jetzt tatsächlich noch eine Quest. Ich nehme mal an, dass es dann die Quest ist, die ein bisschen schwieriger ist, wo alle gesagt haben, sie geben sie auf. Die gucken wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal an. Falls sie jetzt wirklich nicht machbar sein sollte, dann werde ich die auch nicht zeigen, wie so viele andere auch. Ansonsten sehen wir dann uns noch zu den Valentins-Quests Nummer 6. Dann danke ich euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Servus! Ciao!